Hallo, mein lieben Freunde. Jetzt los, wa? Ah ja, Mensch, kniep den Schönen, wa? Wir haben heute Sonntag und es ist irgendwie komisch, das Wetter, was? So ein bisschen schwül und so. Ja, was wollen wir heute machen? Ja, wir machen heute ein Lifehack aus dem Internet, testen wir heute. Und da brauchen wir dazu natürlich hier Schweinefleisch, ja? Das ist Nacken, das Gute. Da brauchen wir hier noch, was habe ich denn hier noch? Bratwurstrohe vom Simmentaler Rind mit Lamm und im Schafsaitling zum Braten. Ey, das ist richtig geil, was? Das klingt ja gut. Rind mit Lamm, also nichts mit Schwein. Ja, und dazu brauchen wir noch eine Milch, ein Wasser, ja, Gemüse, Zwiebeln. Und hier habe ich noch Paprika, hier seht ihr. Schon geschnitten. Ja, alles schon geschnitten, wa? Und wir brauchen noch ein Bier. Ja, also Marke erstmal jetzt für das Video egal, denke ich mal. Bier, dann habe ich noch Rind, ja, zum Kurzbraten. Ja, und hier ein paar Spieße, Messer und das war's. Und legen wir mal los, wa? Ab jetzt. Da sind wir wieder. Also, der Lifehack, den wir jetzt machen, ja, der ist von Leckerschmecker und Erwin hat gesagt, mach doch mal sowas, ne? Ja, ist ja was Neues. Da fangen wir schon mal an. Zuerst, ja, nehmen wir unser Wasser und ein Messer und schneiden uns den Karton zurecht. Ja, zack. Es geht nicht. Ach ja, so. Ja, habt ihr gemerkt, wa? Es kam gar kein Wasser raus, musste ich euch schon trinken. 1,5 Liter. Achso, es ist egal, welche Firma, wa? Und hier, es ist keine Werbeveranstaltung, ne? Hier sind 1,5 Liter Wasser drin, ja? Also ist ein bisschen größer, da werden deine Spieße größer. Und einmal handelsüblich eine Milchpackung, ja? Egal, welche Firma, scheißegal. Und ja, da werden die Spieße halt nicht so groß, ne? Habe ich schon mal ausgespült, schneiden wir jetzt auch auf. Da können wir die nochmal nutzen, bevor wir so Müll schmeißen. So, kam noch ein bisschen Wasser raus. Logisch, habe ich ja ausgespült. Als nächstes, ja, zeige ich erstmal, für was wir das Bier brauchen. Ja. Das ist ein Hefebier. Auch egal, welche Form. Ja. Dazu brauchen wir auch ein Glas. Schenken wir mal schön ein hier. Und jetzt, ja, der hat das Bier nicht geschüttelt wegen der Hefe. Nee, ich mag die nicht, die Hefe. Kann mal weg hier. Jetzt wisst ihr, für was das Bier ist, ja? Das ist nämlich für einen Grillmeister. Prost. Als nächstes haben wir unseren Schweinenacken, ja. Da habe ich dran Pfeffer und Salz und natürlich Senf, ja. Da soll ja ein bisschen Power drin. Knoblauch habe ich ja nicht genommen. Und damit es nicht so blöd wird hier von meinen Händen, ja, dann nehme ich mal hier einen Handschuh und dann kneten wir das mal schön durch hier. Ja, hier habt ihr jetzt schön durchgemanscht, wa? Und das braucht man auch zum Befüllen. Ups. Wollen wir mal anfangen mit befüllen? Hier, Tetrapack, großer, oh, Wasser drin, cool. Ja, da fangen wir mal an mit was fangen wir da an? Paprika, stopfen wir einfach mal rein. Ja, brauchst lange Arme, ne? Das soll ja auch ein bisschen gerade rein. Danach brauchen wir ein Fleisch, hier. So ein geiles Fleisch, kurz hier an, ja. Stopfe ich einfach hier drin. Und gut ist, ey, wenn das funktioniert, ja, dann ist ja hammergeil. So, danach eine Zwiebel. Ja, die sind ja richtig groß, ja, die passen auch gerade so rein. Oh, das haben wir
mit zwei übereinander. Die Zwiebel geht immer. Ups. Und dann nehmen wir ein anderes Fleisch von einem anderen Tier. Hier. Machen wir es ein bisschen passend, ja? Ja, ich hab gedacht, die Öffnung ist viel größer, ja, aber die ist nur halt dicker, ne? Also so in der Breite, ja, das nimmt sich alles nicht schnell. Hier habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ja. Ja, Paprika. Oh, davon habe ich reichlich, ne? Das machen wir gleich drin, ja, so. Paprika. Und ich denke mal, das erste ist fertig, ja. Und damit ihr mal seht, was es eigentlich werden soll, habe ich so die langen Teile. Ja. Und jetzt stecke ich die mal rein. Also gerade, sozusagen. Richtig schön gerade, jawohl. So. Am nächsten auch. Das ist nämlich eigentlich, ja, ist das nur was für Faule, die das nicht aufspießen wollen. Da stopfst du alles hier rein, in die Tetrapack und dann spießt er. Ich hoffe, das ist gerade drin. Ich mach nochmal rein. Das sieht momentan schräg aus, wa? Ja, weil so ist besser. Und normalerweise, denke ich mal, müsste das auch jetzt durchschieben. Aber ich weiß nicht, ob ich es kriege. Jawohl, geht auf. Ja, auch. Ja, weil ihr müsst ja ein Ende haben, wa? So, machen wir die mal auf. Und bevor wir es aufschneiden, da stopfen wir mal das kleine Ding noch hier. Und jetzt, ja, jetzt kommt's. Am besten, ja, jetzt nehme ich das Messer und schneide jetzt von oben nach unten gerade. Einfach gerade runter. Na, da bin ich mal gespannt. Müsst ja alles durchschneiden. So. Tada. Ja. Guckt's euch an, wa? Schaschlik. Ist ja geil. Zieh ich da mal aus. Hier. Ja. Ja, ist ein Schaschlik, wa? Ohne, dass es oft spießen muss. Ja, es ist ein bisschen dumm, ich weiß. Aber es macht schon Spaß, ja? Und da wir ja noch so viel Zeug haben, schieben wir das einfach weiter runter und machen dann Rest drauf, ja? Was wir eigentlich gar nicht machen wollten. Jetzt müssen wir natürlich schneiden. Aber der Hacker ist geil, oder? Ja, hast du alles drauf? Das ist ja geil. Ja. Bam. Ja. Ganz stinknormale Schaschlik, wa? Nicht weiter drauf. Bisschen Fleisch, bisschen Gemüse. Senf, ja, das ist natürlich hammergeil. So ein bisschen Senf. Nee, das nehme ich zum Schluss. Wir haben noch so viel Fleisch. Geil. Und das kann dann schön gemütlich auf dem Grill brutzeln. So, den machen wir jetzt zu Ende, ja. Zack, das ist Nummer 1. Zweite fertig. Achso, wir müssen jetzt noch das Größe aufschneiden. Das wird ja lustig, ja. Ja, da können wir nicht nachstopfen, wir haben nichts mehr. Also einfach nur gerade runter. Erwin, Junge, da hast du mir irgendwas eingepackt, oder? Das kannst du auch nicht wieder gut machen. Mit meinem stumpfen Messer hier. Also einfach gerade runter, oder? Schöne Führung durch die Pappe. So. Ja. Und jetzt schauen wir. Tada. Ist ja immer geil. Ja. Oh, die sind ein bisschen größer, oder? Weil die Tetra-Packs ja ein bisschen länger sind. Oh. Da biegen sich ja die Dinger durch, Junge, Mensch. Das noch ein bisschen drauf schieben. So. Oh ja, was ist denn das? Zwiebel. Mmh. Ja. Vorbei schon. Am Paprika. Ach. Oh ja. Geil. Ja. Eine super Schweinerei, oder?
Ja. Also sag mal, der Lifehack, ja, funktioniert bedingt, ne? Ich denke mal, wenn du so kleinere Spieße nimmst, da ist es kein Problem, so Holzspieße. Aber ich habe bloß die großen Dinger, ja. Und die packen wir jetzt einfach auf den Grill. Los geht's. Wir haben jetzt unsere Sportfreunde. Die legen wir ja schön drauf. Ja. Das ist nicht ein schönes Monster, was? So wie damals in Polen, ey. Das ist ja wirklich geil. Zack. Lass uns mal ein bisschen anbrutzeln und dann machen wir einen Deckel drauf. Ich habe die jetzt mal versucht zu wenden, ja. Das sind ja wirklich einfach richtige Monster. Aber jetzt kommt der Deckel drauf. Mit zu. Also alles zu. Ja. Da warten wir manchmal so eine halbe Stunde, wa? Na, wir führten 2 Stunden, ja. Guckt sich an, ja. Also ohne Worte, das kann nur durch sein, weil es ist so lange drauf, ne. Ja, ich zupfe mal es ab. Runter vom Grill. Was gar nicht auf dem Teller. Ja. Oh, nur so geiles Zeug, oder? Ach so, ne? Ja. Mit dem Würstchen, ja. Warum ich die brauche, ja, für mein Rezept, na klar. Die brauche ich, falls er noch nicht satt geworden ist, ja, aber ich denke mal, aber ich muss halt wegmachen, war, weil, MHD 18.07., keine Ahnung, war. Egal, hier, ich mach's auf und es riecht einfach nach Fleisch. Also drauf auf dem Grill. Yeah. Jetzt habe ich sie hier, die riesen Dinger, ja, guckt es euch an. Also, es ist wirklich ein Traum, ja. Jetzt wollen wir es mal verkosten, ja. Ich denke mal, vom Geschmack her ist es natürlich bombastisch, ja. Schweinnacken eingelegt. Ja gut, ein bisschen mariniert mit Pfeffer und Salz und dann noch ein bisschen Senf, ja. Und trocken ist es nicht, ne. Ne, guckt euch an. Es ist einfach cool. Ja. Es schmeckt einfach bombastisch, ne? Oh, geil. Ey, so viel Essen. 4 Spieße für 2 Leute. Einem frei. Ihr habt gesehen, ja? Also so mit der Lifehacks, ja? Im Internet. Ist schon geil, ja? Und wenn ich ja andere machen soll, nachmachen soll, dann schreibt mir das einfach. Und ich probiere es, ja? Also das war ein guter Lifehack, ne? Für welche, die das nicht einzeln aufspießen wollen. Obwohl ich sag mal, naja, aber du machst halt in die Tetrapacks rein, wa? Rin, durchschneiden, fertig. Ich denke mal, kleinere Tetrapacks, ja, da hast du bessere Spieße. Weil das sind schon richtige Monster, ja, die sind richtig geil. Hubschrauber, ja. Ich hatte ja irgendwo Rind, wa? Aber es war ja mächtig weit hinten, bei dem Spieß. Das ist einer der letzten, wa? Wartet mal so, ja. Und hier, klar. Das wird nicht mehr so saftig sein, das ist ja so ein Minutensteak gewesen. Aber, wirklich, ne? Also draußen ist es natürlich mächtig knusprig. Aber drinnen, geil. Auch ohne Würz, ne? Ich habe ja nur das Schweinefleisch gewürzt. Aber da werden wir ja von richtig haben. Ja. Ja. Mit Zwiebel und. Und Paprika. Bevor ich hier alles verschlinge, ja, sage ich nochmal Erwin danke für diesen Lifehack, also den du mir da bei YouTube gezeigt hast. Ne? Es ist wirklich nicht schlecht und ja, Spieße gehen immer, wa? Alles klar, das war's für heute, heute Sonntag und es ist hier auch richtig schwül warm, 30 Grad. Ne? Es ist einfach der Hammer und morgen früh um 1 müssen wir aufstehen. Oh nee, alles klar. Das war's. Schönes Wochenende noch, euer Micha. Bye bye. Lecker. Mm. Mm.